Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die im Rabenhorst mit dem Spielekaiser. Hallo. Hier ist gerade so eine Horde vorbei. Und die will sich nicht töten lassen. Ich muss jetzt erstmal. So. Du hast sie entkommen lassen. Headshot. Ich habe jetzt gerade tatsächlich eine Wrench gekauft, ne? Habe ich? Ja. Echt? Ein 362er, ja. Für 4000. Also, weil wir brauchen Mechanical Parts für die Advanced Workbench zum Beispiel. Wo ist die Horde hin? Wo ist die Horde hin? Also ich weiß hier nicht. So eine? Hallo? Oh, die sind hier teilweise gestorben. Die sind alle gestorben. Die haben uns die Hütte gut. Zerrupft. Zerrupft. Ja, mei, zerrupft, Hummst. Ja, mei. Die Schweine. Wo ist ein Sledgehammer? Oh, ich habe keinen Platz. Ich mache nur einen 25er Sledgehammer. Das ist ja echt traurig. Das wird gern Spaß, jetzt bin ich mal gespannt. Have a lot of fun. Habe ich noch Platz? Ah, das musst reicht. Im Sledgehammer muss ja richtig ausholen. Shit. Ja. Und ich bin durstig. Oh, schon eine schöne Axt. Ich muss was trinken. Kommt hier irgendwer? Ja, hinter mir. Boah, ey. Die nerven alle. Ey, auch nicht. Also mit dem Sledgehammer, die Quest, 50 Zombies mit dem Sledgehammer zu töten, ist natürlich auch ein Spaß, ne? Aha. Ich liebe das. Oh. So. Was ist denn los hier? Mal jeder Schuss auf den Kopf, da fliegen die Gehirnteile durch die Gegend. Wegen wahrscheinlich. Der dritte hintereinander. Ey, kommt mal da raus, nicht spielen. Ich weiß nicht warum. Hallo, kommen Sie mal bitte zurück. Kommen Sie mal her. Oh, geil, ein Polizeiauto. Schon wieder vierte, was ist denn los? Ich hab hier, Was hat denn der Sledgehammer für eine Entity damit? Superkraft. Oh, 16. Oh, wenn du da mal einen guten herstellst. Aha. Haben die Zombies aber auch nicht zu lachen. Ah, Mutti. Das ist doch nicht. So. Ich hab jetzt 5 Zombies hintereinander mit dem Crossbow weggemacht. Und zwar immer auf dem Kopf und es immer explodiert. Geil. So macht's doch Spaß. Ja, wenn du, das ist wie mit dem Knüppel. Der ist ja auch relativ stark mittlerweile. Das hatte ich die ganze Zeit nicht. Auf einmal jetzt. Ah. Bist ein Killer. Ne, irgendwie schon. Ja, gut, dann haben wir jetzt eine Ranch, können die Teile holen. Das heißt, wir haben bald einen Advanced Workbench. Hoffentlich. Hoffentlich. Craft. 150er Bone Sheaf. 2 Stecher und dann ist die Leiche weg. So, Federn. Aber die Reichweite vom Bone Sheaf ist natürlich. Und der 6. Bitte? Ja, der nächste Zombie auch. Patsch, Kopf weg. Also die Hazmats sind hier leider alle in unseren Basement hier rein und wollten schon uns wieder. Also beim Kaiser ist die Folge nicht monetarisierungsfähig, weil er so viel. Das sieht aus. Und steckt ja noch mit ihrem nicht fahrenden Kopf im Boden. Super. Bild für die Götter. Ja, ich weiß nicht, was das ist. Dass du auf einmal so ein Killer bist. Dass der Bogen auf einmal jeden Kopf zum Platzen bringt, ja. Vielleicht hat er einen Buff drauf. Das ist möglich. Ich habe keine Ahnung. Na komm du mal her, Schatzi. Nee, schon wieder. Patsch. Geil. Ich meine, ich beschwere mich jetzt mal nicht, ne, aber. Komisch ist das schon. Ja. Machst du gut. Läuft bei mir. Ja komm, Schatzi, dreh dich. Schon wieder. Schaffst du das noch zurück? Ja, ja klar. Ich bin unbesiegbar. Oh, die tun mir weh.
Nimm die weg, mach sie tot. Ah, Mechanical Parts, sehr gut. Da können wir noch ein paar Büroschüler auseinandernehmen und dann haben wir wahrscheinlich auch genug. Aber eine Ranch ist halt immer... Ah, hier ist die Horde. Ich hab sie. Gold wert. Echt? Wo? Ich hab die um die... Ja, ich hab sie gefunden. Also, nicht mehr lebend, leider. Oh. Ja, ich hab sie gefunden. Die sind in einen Turm hier hoch und sind dann verreckt. Ah ja. Das ist, ich verstehe es nicht, aber ich... Was? Feier's gerade. Einfach mal. Ah, jetzt, okay. Schalte mal beim Spielekaiser ein. Übrigens an dieser Stelle, Link zu seinem Kanal ist in der Videobeschreibung. Nicht mehr bei mir gucken. Auch mal beim Spielekaiser. Schön. Pam! Ja, vor allem fliegt ein Kopf nach dem anderen weg. Ich raff nicht. Ja, das müsst ihr jetzt sehen. Schaltet jetzt um. Jetzt. In dem Moment, wo diese... Nee, müsst ihr nochmal von vorne gucken. Es ist echt, jeder Kopfschuss ist hier... Hm, geil. Aber herzlich willkommen, wenn ihr da seid. Cheatekaiser. Nein. Das stimmt doch gar nicht. Ich dachte erst, es liegt an diesem Roadrunner-Buff, aber es ist auch halt abseits der Wege. Obwohl, er ist immer noch da. Ich raff das nicht. Okay, ich sollte... nicht ganz so, unbedacht hier durchrennen. Nachts Zombies töten macht Spaß. Na gut, wenn die Köpfe direkt platzen, hast du ja keine Sorgen. Ja, die muss ich aber auch treffen, ne? Naja, ich komm zurück. Ich bring ein bisschen was mit. Okay. Alrighty then. Hazmat Gloves sind viel Geld wert, ne? Ich glaube. Hazmat Boots, Hazmat Masks, das heben wir alles mal auf. Mhm. Wir haben schon wieder keinen Platz. Wir müssen mal so eine Kiste, so eine Händlerkiste machen. Haben wir noch nicht, oder? Nee, nee. Wir haben so viel Scheiße in den Kisten. Das ist aber auch böse. Ja, also das ist... Entschuldigung. Ich habe auch so viel Kram noch dabei. Das wird die letzte Folge dieser Aufnahmesession sein, weil wir sind beide, glaube ich, etwas dosch. Doch. Eine Iron Fire Axe habe ich. Paperclips? Okay, die scrap ich mal, ne? Okay, ich habe hier 9 Mechanical Parts. Wie viel haben wir denn hier? 0. Nee, Iron Parts, ich muss Level 20 werden. Sonst 33. Kann ich nicht bessere... Aber wieso? Weißt du, was ich nicht verstehe? Nee. Russisch. Gerade. Ich mache Iron Parts, ich mache eine Pickaxe mit 50, aber ein Sledgehammer nur mit 25. Das ist doch unlogisch. Ja, hört sich nicht so logisch an. Das stimmt. Sledge gibt's nicht. Was gibt's denn aber mit warum? Iron noch? Ne, Iron Tools gibt's nur. Oder Crafting Time minus 10%, Quality 100, Repair Time. Bang. Sind die Attribute bei einem Skill, den du skillst, sind die für die Sachen, die du craftest oder für dich selber? Attribute bei einem Skill eigentlich für die Sachen, oder? Du kannst hier übrigens durchschalten, sehe ich unten gerade. Sehe ich auch zum ersten Mal. Okay. Level 100. Okay, bis Level 10 geht's. Da brauchst du aber Player Level 140. Dauert noch einen Moment. Crafting Time? Ja, das gilt genau. 140. Iron Tools, Crafting Time. Dann hast du die Hälfte hast du. Und die Crafting Quality ist nämlich dann 500, genau. Okay. Das ist das, wie lange du das für die Tools dann brauchst. Und Level 1 macht halt Crafting Quality 50. Moment. Wenn Level 1 die 50 ist, wieso hat der ein Iron, ein Sledgehammer? Nur 25. Nur 25? Oder habe ich den gar nicht, habe ich einen anderen Sledgehammer gefunden? Oh, ich habe was noch viel Besseres gefunden. Herr Kaiser! Was? Come to me. I'm here. What you got for me? Aber nur kurz angucken. Nicht benutzen. Was ist das? Ah, da hatten wir doch schon einen hier. Wir hatten schon einen? Ja, der lag in der Kiste. Oder liegt immer noch? Was? Ach, da steht Use. Das man kann ihn nicht. Ja, komm, dann gib mir einen und dann... Ja, warte mal, ich guck erst mal, ob der da ist. Ach nee, das war ein Rifle Barrel. Ach nee, es ist der hölzerne Speer. Der sieht irgendwie ähnlich aus. Ja, dann nimmst du den anderen Dübel. Genau. So, der 6 hier. Hast du unsere Kühe gesehen schon da oben? Kühe. Ach, süß.
Cool. Man müsste eigene Dinger am Reim machen können, das wäre toll. Drei Kühe direkt über den Kochtopf, das passt dann. Ja, 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 ja. Hast du ihn wieder? Ja. Geil. Stimmt, ja. Ja, dann hau dir den doch jetzt mal Forge rein. Iron. Rauch den Forge doch jetzt Iron. Mal. Komm, zeig mal, was passiert. Soll ich bitte. Probieren? Mach mal. Wir probieren das mal. La-da-da-da-da-da. Es passiert nichts. Warte mal ab. Ich habe auch keinen. Ich habe nur einen Messi. Oh, ich habe Messi. Schissel. Ich habe Messi. Schisselmissel. Ich muss wieder einen Towel machen hier. Oh, da ist wieder der dicke Weiße. Verdammt. Ich habe das Ding gepufft, aber ich merke nichts. Ich muss noch einen. Echt? Keine verschrobenen Farben hier oder so? Nee, null. Ich hätte jetzt auch erwartet, dass irgendwie das Bild schwankt oder so, aber ja. Wie wollen sie es simulieren? Wozu habe ich das Ding? Weiß man nicht. Zwei Twine bräuchte ich. Haben wir noch Twine? 48 Stück oder so, glaube ich. Jo. Da hat sich ein bisschen was getan beim Twine-Bestand. So, Wet Tower, Gold, Water. Das ist aber ein anderer, oder? Das ist nicht so ein weißer Wanderer hier. Ist da noch ein anderer? Ah, wir müssen unten unbedingt diese bekackte Kante noch weghauen. Entschuldigung, aber die nervt. So, gleich kann ich wieder putzen. Ich bin dreckig. So treffe ich den denn nicht? Wo ist er denn? Dort unten. Oh, der sieht aber anders aus. Der ist so hautfarben, ne? Ja, der hat so, das ist wie Bane. Der hat irgendwas Komisches im Maul. Nee, der hat eine Gasmaske auf. Das hat er schon ja. Der Weiße. Das war nicht okay. Geil texturiert. So, use. Da stehen auf einmal Zombies auf und, ja. So, ich bin wieder sauber. Sehr gut. Aber der gewinnt keinen Schaden von den Spikes. Ja, aber er macht sie kaputt. Oh, ist aber schnell. Ich beschieße ihn ein bisschen. Er ist weg. Ja, ich weiß, wo er ist. Ich loot ihn eben. Ja, na, der komm. Ist hier direkt runter, gell? Ja. Nein, zu hoch! Achso. Ah, gut, dass man überall Spikes hat. Wow, Motor, ja, genau. Steel Shovel und irgendein Kram hatte der dabei. Oh, das ist ja geil. Frage, ja, Motor brummelt sich unbedingt. Ne? Ja, Motor ist jetzt nicht so aufregend, da hast du ja eine Wrench da. Aber wie sieht's aus mit, was brauchen wir denn nochmal? Forged Iron habe ich doch irgendwo durchgeleiert, oder? Nee, da habe ich den... Forged Iron brauchen wir genau für die Advanced Forge. Hier, 50, hier. Ein Clawhammer, wenn du einen Clawhammer 50. hast. Ganz rechts. Okay, super. Ja, die haben erst für die Picks gedacht, aber ich würde jetzt erstmal... Clawhammer, haben wir noch einen Clawhammer irgendwo? Warte, ich gehe mal in die rechte Kiste. So, hier. So, Motor, 115er war es, naja, immerhin. Besser als nix, aber. Ich glaube, wir hatten noch keinen Clawhammer. Oh, ich hab Hunger. Ja, ich sehe zumindest keinen. Hast du auch nicht bei dir, ne? Ich habe auch keinen. Nee, kann ich den herstellen? Hier in der Forge ist übrigens noch das Leder drin. Das wundert mich gerade ein bisschen. Oh, brauchen wir auch so einen scheiß Toolhead-Hammer für. Für einen Clawhammer. Willst du die Iron-Dings haben? Guck mal, ich habe hier noch das hier. Dann mache ich hier nochmal Leder. Danke. Ja, Leder. Warte, ich habe ja auch noch ganz viele. Ne, ganz viele nicht. Neun Streifen. Ja, wenn du Animal Hide machen kannst, dann kann man das da herstellen. Ja, das aus. Ja. Dann können wir die Quest ja auch schon mal fertig machen. Ein Animal Hide ist ein Leder. Na gut, können wir es auch erstmal so herstellen. Ne? Ja. Weil bis wir da vor 50 kommen, das dauert auf jeden Fall. Wir brauchen jeder 75, ne? 50, oder? Jetzt bin ich mir sehr unsicher. Für die komische Quest. Warte, ich schaue gleich mal nach. Hide Armor, 65. Gather Animal Hide, 65 Stück. 25 Twine, genau, jeder. Also 50 Twine brauchen wir insgesamt. Aber das könnte man ja alles schaffen. Schon wieder so ein weißer Wanderer. Also wenn die so gut Stuff geben, komm her, Digga. Wieso treffe ich den ja nicht? Der hat aber eine shitte Hitbox, ey. Diese großen, ja, die passen nicht. Es hat irgendjemand gesagt, ich konnte ja mein Auto nicht looten, dass man da irgendwie von schräg unten irgendwie vorne eine Spitze und dann irgendwie ran. Also, okay. Schwierig. Ah, schade. So, ich werde mal Kartoffeln essen.
Ja, wir neigen Mann. Schon wieder dem Ende einer Folge. Es ist schon wieder soweit, ja. Ja, ich bin auch heute, ich bin heute ganz am Büro und durch. Dann aufnehmen und durch. Muss ich sagen, da bin ich dann nicht mehr so aufnahmefähig. Aber oh. Wir müssen es ja irgendwie neben Freizeit, ne? So. Alles irgendwie schaffen. Ich habe zwei Stil schaffen. Jetzt müssen wir gar nichts. Wir können auch sagen, wir lassen eine Folge aus oder so ein Kram. Aber, nee. Ja, hast du eine Stahlschaufel. Oh. Bitteschön. Danke, Onkel. 70er Stahlschaufel, was denn die? Da hatte ich noch eine Tasche. Ich habe noch eine 31er jetzt. Okay. So super, können wir ein bisschen Clay holen. Brauchen wir eh ohne Ende. Stil-Orga-Rezept. Und wir müssen dringend eine Eisenader finden. Wir müssen in den Untergrund. Ja. So langsam. Sonst kommen wir ja nicht zu Potte. Wir brauchen also erstmal Level 20 werden. Würde ich sagen, ist das oberste Gebot. Ja. Damit wir da die Tools besser machen können. Und dann müssen wir irgendwie so einen Metal-Hammer, so einen Kopf machen. Ganz normalen Hammer für einen Claw-Hammer. Dann können wir nämlich die Advanced Forge herstellen und dann wird alles gut. Also Clawhammer kann ich. Und da müssen wir ein Toolhead Hammer. Du brauchst ein Toolhead, genau. Toolhead Hammer kann ich auch. Cool. Ich brauche einfach nur, ja, kann ich. 120 Iron. Ja. Warte. Wenn du noch anschmeißt, dann weiß ich nächstes Mal nämlich Bescheid. Toolhead Hammer, Toolhead Hammer. Ja, hier fehlt nur Brennmaterial drin. Na, bist du böse? Irgendwo waren noch Stühle. Warte mal. Ich habe hier etwas Holz für dich. Moment, crafted in Blacksmith Station with a Blacksmith Hammer. Nimm das Holz. F25. Ah, hier fehlte Clay drin. Hier in dem Dings. Aber können wir machen. Ja, cool. Wir müssen super. Dann praktisch nur hier Clay rein tackern und, Ja, dann können wir in der nächsten Folge eine Advanced Forge bauen. Genau. Dann nehmen wir die kaputte Wrench von hier. Ich wusste nicht, dass ich den herstellen kann. Ich dachte, ein Clawhammer musst du das mal lernen, aber haben wir wahrscheinlich gelernt irgendwann mal, wobei da kein Rezeptsymbol daneben oder der ist standardmäßig drin, ja. Wir werden es sehen. Oder das gehört einfach zu meinen Blunt Weapons. Kann ja auch sein. Aber ich kann den ja auch. Hashtag Hammer. Das ist nichts Besonderes. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Für euch morgen, für uns dauert es noch ein paar Tage, bis wir wieder aufnehmen. Ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir schon. Also ich. Einen schönen Abend, Nachmittag, Morgen, Mittag, was auch immer, wenn ihr diese Folge gerade seht. Viel Spaß beim selber zocken. Bis zur nächsten Folge von Rabenhorst. Macht's gut. Tschö. Tschüss. Oh, mit Endmusik. Ja.